Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute ganz kurz ein neues Set vorstellen, und zwar ist es das Schöner Schenken. Das ist ein Stempelset mit passender Sinnlitz-Form, dazu die heißen Weihnachtsanhänger. Und das Tolle ist, ihr habt nur einen großen Stempel in diesem Paket. Also das ist ein einziger Stempel. Und ihr könnt alle diese ganzen... Also ihr seht, das ist nur ein Stempel. Krass, oder? Und wenn ihr euch den aufstempelt, könnt ihr euch das alles auf einmal ausstanzen. Mit dieser passenden Sinnlitz-Form. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich mir meinen Stempel dreimal aufgestempelt habe. Und zwar einmal in Gold, beziehungsweise ich habe ihn mir dreimal embossed. Einmal mit Gold, einmal mit Silber und einmal mit einer Mischung aus Glitzer, also Diamantengleisen und Weiß. Und dann habe ich mir das alles drei ausgestanzt und so habe ich meine Geschenke dekoriert. Und das wollte ich euch jetzt einfach kurz zeigen. Genau. Also das sind meine Geschenke. Und ihr seht hier in der Mitte ist es Gold embossed. Dann hier in Silber. Und hier ist es diese Mischung aus Diamantgleisen und Weiß. Also da habe ich, glaube ich, einen Löffel Weiß und zwei Löffel Diamantgleisen so ungefähr vermischt und habe das dann einfach so mit embossed. Genau. Und so habe ich ganz viele verschiedene Geschenke gemacht, die ich euch jetzt einfach nur kurz zeigen wollte. Vielleicht ist das ein kleiner Ideengeber für euch, wie man das machen kann, dass man diesen wirklich total coolen Stempel perfekt nutzen kann. Und hier ist noch eins. Also ihr seht auch die unterschiedlichen Etiketten. Die sind einfach total süß. Und ja, so sind mit ein bisschen Aufwand, aber großen Nutzen quasi ganz tolle Geschenkanhänger gemacht. Das Ganze war jetzt eigentlich nur ein Ideengeber heute. Wir basteln heute gar nichts. Das ist einfach nur als kleiner Tipp für euch. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich wollte einfach nur einen ganz kurzen, ja, dass ich ganz kurz auf das auch eingehe. Ich habe ja dieses Jahr nicht ganz so viele Videos wie die letzten, also wie das letzte Jahr an Weihnachten. Aber ich wollte euch trotzdem das Set vorstellen, weil ich das total super finde, total praktisch finde. Und ich habe da leider kein Video dazu aufgenommen, als ich das gemacht habe. Aber ich denke, ihr könnt es embossen. Habe ich euch schon öfter gezeigt. Kann ich euch vielleicht auch noch ein Video einblenden, wo ich emboss, damit ihr das seht, wie das funktioniert. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, das war eine kreative Idee für euch beim Nachbasteln, bei Geschenke dekorieren. Das macht ja immer total viel Spaß, die Geschenke einzupacken. Und wenn man das dann so schön verschenken kann, dann freut es einen selber auch noch mit. Und deswegen, ja, vielleicht eine kleine Idee für euch. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Eine wunderschöne Weihnachtszeit wünsche ich euch, Vorweihnachtszeit. Genießt das. Auf jeden Fall genießt die Adventsmärkte und ja, die Vorweihnachtszeit. Ich wünsche euch keinen Stress mit den Geschenken. Macht euch da einen lockeren und ja, ganz gute Ideen wünsche ich euch natürlich auch für die Geschenke. Ja, das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann abonniert einfach meinen Kanal. Wenn ihr die Glocke anklickt, dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!